Ja, hallihallo, hier ist Rosemarie Engel und ich stehe hier unter einem Apfelbaum, der super voll hängt mit Äpfeln. Ich hatte erst den Hund, mich sortieren soll und dann hätte ich probieren sollen. Also da sind ganz viele Äpfel drauf und man sieht aber auch an, also die Bäume haben ziemlich Last, dadurch, dass so die eigentlich die Ernte üppig wäre, aber das Problem ist, dass wir die Dinge zu selbstverständlich sehen und somit die Bäume natürlich nicht mit Wasser zu versorgt werden. Also da steht hier also am Wegrand und man sieht, es ist alles grau, also grau, ja, es ist fast grau. Also alles verdörrt, die Gräser, ist nichts grün. Also ich habe hier mit jemandem gesprochen. Also das Korn ist notreif. Und ich habe mit jemandem gesprochen, dass das Gras da unten wohl einigermaßen ist. Aber auch nur, weil hier oben die Halme halt schon so groß waren, also durch dieses Kondenswasser. Ich wurde zwar getadelt, dass das nicht so sein kann von den Bauern. Da sind wir schon bei dem Thema. Also ich kann, es lässt sich keiner helfen. Ich habe also schon Anfang des Jahres, wo es dann im März schon so warm war, habe ich gesagt, das kommt mir so vor wie wie aus der Prophezeiung da von Ägypten, die 7 dürren Jahre und die 7 nassen Jahre. Also letztes Jahr hat es ja geregnet, dass nichts gewachsen ist und dieses Jahr ist es so heiß. Ich meine, gegen Regen kann man nichts tun. Ne? Der Regen, das macht alles nass, fertig. Aber warum schaut man da nicht dieses Jahr, dass es Ernte gibt? Ne? Dass man diesen Bäumen auch hilft. Also ich habe jetzt angefangen von einem Bauern, den Baum, der ist ein paar Meter weit von mir, zu gießen, weil die hat gesagt, ich kann Äpfel haben. Und da ist es, ich freue mich so auf die Äpfel. Schaut mal, wie toll die aussehen, obwohl die noch so klein sind. Ja, ich freue mich so auf diese Äpfel und die lassen das einfach. Ne? Die lassen das einfach. Wir nehmen die Dinge einfach zu selbstverständlich. Das gibt es ja im Supermarkt. Nur wenn die Walnüsse verfrieren, gibt es keine Walnüsse das ganze Jahr nicht, auch nicht im Supermarkt. Ja, müssen wir sie importieren. Ja, und dann wissen wir nicht, wo es herkommt, wo die Nüsse gestanden, also der Nussbaum gestanden hat. Ja, da kommen Leute und ich glaube, ich war am Ende. Macht's gut, bis dann, ciao.